Das hier habe ich noch nie gesehen. Das ist der derzeitigen Entwicklung um Jahre voraus. Danke. Sie und ich? Hey, was ist wir das? Wir werden... Dad! Ryan! Hier, mein Sohn. Halte sie mal. Nein! Das ist doch nicht. So kannst du nicht leben. Du kommst nie weiter. Onkel Louis würde dir wahrscheinlich dasselbe sagen. Onkel Louis schloss einen Pakt mit dem Teufel. Daher ist das Geld gekommen. Erben des Fluchs. In wenigen Minuten in Sat.1. Öko hier, Bio da. Und was habe ich davon? Essen, das gut für dich ist. Wertvoll. Erstmal muss es schmecken. Hm? So wie die Suppe. Mm. Die ist wertvoll. Wertvoll? Mhm. Von Knorr. 3 Korncreme mit Kürbis und Zucchini. Knorr wertvoll. Hier. Lesen bildet doch, oder? Knorr, Essen mit Lust und Liebe. Die Sonne geht auf über den Haselnusshainen im fernen Hochland von Ordu. Eine große Ernte reift heran für Nutella. Wo sich Tropensonne und Seewind vereinen an der Elfenbeinküste, wächst unvergleichlich aromatischer Kakao. Für Nutella. Ungestörtes Wachstum auf sonnigen Almen ist der Ursprung für die gute Milch, die in Nutella ist. Damit sie beim Frühstück alles schmecken, was die Sonne hat reifen lassen. Nutella. Der gewachsene Geschmack. Einmal guten Abend, liebe Zuschauer, bei den Sat.1 Nachrichten. Der erste Tag des NATO-Gipfels ist vorüber. Anstatt über Sicherheitspartnerschaft mit dem Osten zu reden, zeichnet sich jetzt ein erster konkreter Schritt dorthin ab. Die Nuklearstrategie wird grundlegend geändert. Statt der unberechenbaren, sogenannten flexiblen Atomstrategie will sich die NATO morgen im Abschlusskommuniqué dazu verpflichten, den Einsatz von Atomwaffen nur noch als letztes Mittel der Verteidigung in Erwägung zu ziehen. Aus London ein Bericht von Hans Schregelmann. Der Kalte Krieg wurde von der NATO in London begraben, unter den schärfsten Sicherheitsvorkehrungen aller Zeiten. Die IAA und ihre Bomben sind für die westlichen Regierungschefs heute gefährlicher als die Rote Armee. Wie wichtig den Sowjets ein deutliches Entspannungssignal vom NATO-Gipfel ist, zeigt, dass Präsident Gorbatschow Gastgeberin Maggie Thatcher eine Botschaft schickte. Der Inhalt, er sei stark interessiert an den Ergebnissen des Treffens in Lancaster House. Die 16 Regierungschefs der NATO-Staaten eröffneten den Meinungsstreit über eine neue Strategie, die mit weniger Atomwaffen der friedlichen Lage im Herzen Europas gerecht werden soll. US-Präsident Bush will Atomwaffen zum Last Resort, zum letzten Mittel im Kriegsfall erklären und den Abzug aller Atomgranaten aus Europa bietet er auch an. Aber nur auf Gegenseitigkeit mit den Sowjets beeilt sich Bundeskanzler Helmut Kohl anzufügen, der eigene Sorgen hat. Die Sowjets verlangen reduzierte deutsche Streitkräfte. Kohl will 400.000 Mann anbieten, Außenminister Genscher 350.000. Da gibt's noch Arbeit, genau wie für die Außenminister, die bis spät in die Nacht am Abschlusskommuniqué feilen müssen. Da wird man dann morgen vielleicht von einer Gewaltverzichtserklärung lesen können, die die NATO-Staaten den Warschauer Paktstaaten anbieten. Oder davon, dass George Bush im Namen der NATO den sowjetischen Präsidenten offiziell zu einem Besuch der Organisation einladen will. Die Warschauer Paktstaaten sollen Verbindungsbüros bei der NATO einrichten und die KSZE-Rolle wird gestärkt. Damit kann auch Helmut Kohl zufrieden sein. Eine grundlegende Reform der NATO hat DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière gefordert. In einer Regierungserklärung sagte er, das Sicherheitsbündnis, dem Deutschland künftig angehören soll, müsse in erster Linie politischen Charakter haben. Den Fahrplan für die deutsche Einheit legte heute Kanzleramtschef Seiters zusammen mit Vertretern aller Bundesländer in Bonn fest. Bis Ende August soll der Entwurf für den zweiten Staatsvertrag fertig sein. Im September und Oktober werden Volkskammer, Bundestag und Bundesrat den Entwurf verabschieden. Im alten SED-Einheitsstaat sollte alles einheitlich sein, bis zum Würfelzucker. Jetzt soll die deutsche Einheit auch die Industrienormen vereinheitlichen. Künftig gibt es in Deutschland nur noch ein Institut, das Maße und Normen festlegt. Anpassungsschwierigkeiten auch hier? Bernhard Bertram informiert Sie. Selbst das stillste Örtchen war vor der Standardisierung durch die DDR-Obernormierer nicht geschützt. Plastikart und Farbe der Abdeckung zum Beispiel per Gesetz festgelegt.
eine von 33.000 Normen, die DDR-Betrieben und Privatleuten das Leben im Einheitsstaat schwer macht. Die Normenunion ersetzt sie nun überwiegend durch die international üblichen DIN-Standards. Seit Wochen schon pauken DDR-Betriebe die neue Normenwelt, eine zusätzliche Belastung. Im Einzelfall mag das so sein, aber auf die Zukunft hin sind das gute Investitionen. DDR-Betriebe können ihre Kraft und Zeit nun für Wichtigeres nutzen. Bislang gab es ja selbst für die Zerfallszeit von Würfelzucker eine rechtlich verbindliche Vorgabe. Eine sogenannte technische Güter- und Liefernorm legte wissenschaftlich exakt fest, in wie vielen Sekunden sich das klebrige Süß aufgelöst haben musste. Doch in der deutsch-deutschen Normeneinheit wird es damit wohl endgültig vorbei sein. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel die TGL über die Zerfallzeit von Würfelzucker beim Zusammenwachsen der beiden Normenwerke dem Papierkorb übereignet wird. Und nicht nur für diese DDR-Norm sieht die Zukunft trübe aus. Die Lage in der albanischen Hauptstadt scheint sich zu entspannen. Ein Regierungssprecher sagte am Abend, die geflüchteten Albaner in den ausländischen Botschaften bekämen Pässe für die Ausreise. Tagsüber hatten es wieder einige Albaner in Tirana geschafft, in eine der 10 abgeriegelten Botschaften zu gelangen. Zur Stunde sollen sich allein in der bundesdeutschen Vertretung 200 Flüchtlinge aufhalten. Seit Monaten schwelt in der jugoslawischen Provinz Kosovo ein schwerer Konflikt zwischen Serben und Albanern. Heute spitzte sich die Lage dramatisch zu. Schwer bewaffnete Polizeieinheiten stürmten am Nachmittag den albanischen Fernsehsender und den albanischsprachigen Rundfunk in der Provinzhauptstadt Pristina. Sie unterbrachen das Programm und führten einige Redakteure ab. Die serbische Regierung hat die Auflösung des Parlaments und der Regierung von Kosovo beschlossen. Die bisher autonome Provinz Kosovo, die zu 90% von Albanern bewohnt wird, hatte sich gestern zur unabhängigen Republik erklärt. Schon wieder ist ein sowjetisches Passagierflugzeug nach Stockholm entführt worden. Die Maschine mit 178 Menschen an Bord landete heute Abend unversehrt dort. Die Tupolev 154 war über der Ostsee von 2 schwedischen Kampfflugzeugen abgefangen und nach Stockholm geleitet worden. Der Entführer, über den noch nichts bekannt ist, ergab sich gleich nach der Landung der Polizei. Es ist bereits die 5. Entführung eines sowjetischen Flugzeugs nach Schweden oder Finnland in den vergangenen 4 Wochen. Václav Havel ist erneut auf 2 Jahre zum Präsidenten der Tschechoslowakei gewählt worden. Er erhielt 234 von 284 Stimmen. Die Wahl fand auf der Prager Burg statt. Zu seinen ersten Amtshandlungen gehörte die Abnahme einer Ehrenparade. Anschließend besuchte er eine Messe. Die französischen Kunstfreunde sind schockiert. Der Grund: 3 Gemälde sind am helllichten Tage aus Kunstsammlungen gestohlen worden. Das wertvollste, Renoirs sitzende Frau im Wert von 1,5 Millionen Mark, verschwand aus dem Louvre. Als Konsequenz wurden 5 Museen geschlossen. Ein glückliches Ende nahm die Höhlenexpedition einer 5-köpfigen Gruppe in Nordengland. Die 2 Erwachsenen und 3 Kinder waren von einem Unwetter überrascht worden. Suchmannschaften entdeckten sie in einem engen Tal. Die Rettung gestaltete sich äußerst kompliziert. Ein Gebirgsbach hatte sich in einen reißenden Wasserfall verwandelt. Die Börsennotierungen von heute, liebe Zuschauer. Der deutsche Aktienindex fiel an der Frankfurter Börse um 10,95 auf 1914,18 Punkte. An der New Yorker Wall Street fiel der Dow Jones Index um 32,42 auf 2879,21 Punkte. Der Dollar wurde mit 1,6520 Mark notiert. Das sind 0,2 Pfennig weniger als am Dienstag, denn gestern war die Börse wegen des amerikanischen Unabhängigkeitstages geschlossen. Steffi Graf ist im Halbfinale des Tennisturniers von Wimbledon heute ausgeschieden. Sie unterlag der Amerikanerin Sina Garrison mit 3:6, 6:3 und 4:6. Sina Garrisons Gegnerin im Endspiel wird Martina Navratilova sein. Sie besiegte die Argentinierin Gabriela Sabatini 6:3, 6:4. Und nach ihren beiden Niederlagen im Einzel sind Steffi Graf und Gabriela Sabatini gemeinsam auch im Doppel ausgeschieden. Sie unterlagen dem UdSSR-Doppel Savchenko Zvereva mit 4:6, 6:1 und 5:7. Und wer gewinnt wohl morgen das Doppel Wolken, Regen gegen Sonne und Himmelblau? Der Wetterbericht.
Heute Nacht ist es im Süden, in der DDR und in Österreich bedeckt und regnerisch. Im übrigen Deutschland und in der Schweiz lässt der Regen nach und die Bewölkung geht zurück. Tiefste Werte zwischen 16 und 7 Grad. Tagsüber regnet es fast überall in Deutschland. In Bayern, im Süden der DDR und in Österreich lässt sich die Sonne zwar ab und zu sehen, aber von Schauern bleiben sie auch hier nicht verschont. Nur in der Schweiz können sie besseres Wetter erwarten. Tageshöchstwerte zwischen 14 und 20 Grad. Raser auf den Straßen brauchen gute Nerven und dürfen um eine Ausrede nicht verlegen sein. Ein solcher, Zahnarzt aus Norddeutschland, entschuldigte sein zu schnelles Fahren mit den negativen Einflüssen von Erdstrahlen unter seinem Bett. Doch diese Erklärung ließ kein Richter gelten. Im Gegenteil, aus seiner Ausrede könnte dem Autofahrer sogar noch ein Strick gedreht werden. Denn der Sachverständige meinte, solche Erdstrahlen gäbe es an so vielen Stellen, dass überempfindliche Menschen womöglich gar nicht zum Autofahren in der Lage seien. Am Ende kann der Raser sogar noch froh sein, dass er nur 900 Mark Strafe zahlen muss. Das nun aber endgültig und rechtskräftig. Hoffentlich haben Sie keinen von Erdstrahlen geplagten Zahnarzt und am besten gar keine Zahnschmerzen. Einen schönen Abend noch und tschüss. Herr Emmerich, Sie haben uns heute eine Original-Erfurt-Raufaserrolle mitgebracht. Ja. Auf so einer Rolle soll ja viel drauf sein. Genau 33,5 Meter. Herr Emmerich. Und die ist dick, gell? Erfurt-Raufaser. Prima an der Wand lang. Night and day, you are the one. One coffee beneath the moon and under the sun. Where the morning, noon or night, you've got the tip that's always right, my only one. Night and Day, Kaffeegenuss unter Sonne und Mond. Von Jakobs Kaffee. Wunderbar. Liebe Zuschauer, Sie wissen, dass Rauchen ungesund ist. Möglicherweise wollten Sie aber das bisher nicht so richtig glauben. Nach der heutigen Folge unserer Serie Erben des Fluchs brauchen Sie keine weiteren Beweise mehr. Sie werden ganz genau sehen, was Rauchen alles anrichten kann. Liebe Zuschauer, T.J. Hooker ist in seinen heutigen Fall emotional viel stärker verstrickt als üblich.